Ich habe von gestern noch gekochten Reis übrig gehabt. Gib da meinen Reis rein und etwas Milch. Und lass das so lange köcheln, bis die Milch komplett weg ist. So, jetzt ist die Milch komplett verdunstet. Und so sieht das aus. Und jetzt lassen wir das erstmal ein bisschen abkühlen. So ungefähr eine halbe Stunde. Mach doch mal bitte das Plus weg, drück auf das Herz und schreib mir in den Kommentaren, was ich als nächstes machen soll. So, jetzt ist unser Milchreis sozusagen jetzt abgekühlt. Den geben wir jetzt in einen Mixer. Da machen wir einfach richtig schön alles rein, was man da noch hat. Einen kleinen Schuss Milch nochmal dazu. Leute, schaut euch das mal an, das sieht jetzt richtig cremig aus. Dann nehmen wir eine Tasse, geben in den Boden schön saftige Löffel Nutella rein. Und dann geben wir von unserem cremigen Reispudding gute Portionen rein. Boah, das sieht, boah, das sieht. Guckt euch das mal an. Das sieht mega aus. Das ist richtig cremig geworden. So richtig schön cremig ist das. Und dann geben wir nochmal ganz oben einen schönen saftigen Klecks Nutella drauf. Und fertig ist unser Nutella-Reispudding. Boah, das schmeckt so gut.